Martin Schmidt in Aktion. Es gibt viel Arbeit. Der FSV Mainz befindet sich im Umbruch. Der Kader grunderneuert. Es gilt vor allem, die Abgänge der Schlüsselspieler wie Johannes Geis und Shinji Okazaki zu kompensieren. Ich denke mal, dass ganz klar der Geisi und Shinji ein Verlust ist für uns. Ein Torschütze geht, der beste Torschütze der letzten zwei Jahre geht. Ein guter Torvorlagengeber und ein guter Standardschütze geht, ist das klar eine Schwächung. Aber ich denke, das haben wir aufgefangen, das werden wir auffangen. Ich denke, im Vergleich zu den letzten Jahren haben wir trotzdem viele Spieler gehalten und konnten es grob zusammenhalten. Natürlich wären Shinji und Johannes auch noch schön, wenn sie hier wären, aber wir haben tolle Spieler dafür bekommen, die auch mit viel Erfahrung bereits schon sich eingebracht haben und die, glaube ich, das auch lückenlos auffüllen können. In Mainz versteht man sich nicht als Ausbildungsverein, hat jedoch jedes Jahr mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Die Talente werden von finanzstärkeren Clubs weggekauft. Manager Christian Heidel muss das Team immer wieder neu aufbauen. Wenn alle anderen alles richtig machen, wird es für uns brutal schwer. Wir müssen weniger Fehler machen. In den letzten Jahren ist uns das einigermaßen gelungen. Eine Garantie gibt es aber da auch keine. Wenn ich gestern Abend Bayern gesehen habe oder Real Madrid, denke ich, hätten wir überall Luft. Aber wenn wir denken von Mainz, von unseren Möglichkeiten, was wir haben, sind wir sehr, sehr gut für unsere Möglichkeiten aufgestellt. Die letzten Bundesliga-Jahre verliefen mehr als zufriedenstellend. Doch selbst nach zwei Europa-League-Teilnahmen bleibt man in Mainz auf dem Boden, wenn auch mit einem Augenzwinkern. Ja, Ziele zu setzen ist immer eines und die dann auch erfüllen zu können. Und deshalb gehen wir in die Richtung, dass wir ein Basic-Ziel haben, das ist in der Liga bleiben. Klassenerhalt ist ganz klar für Mainz 05 immer der höchste Anspruch. Und damit komme ich eigentlich ganz gut klar und habe die Schale bislang noch nicht vermisst. Befürchte, ich werde sie nie hochhalten in meinem Leben, aber ich habe so eine von der Tankstelle. Die steht bei mir, die hebe ich dann ab und zu hoch.